So, willkommen zurück zu Quatschfabrik in Between. Wir sind schon in der sechsten Ausgabe jetzt. Und ja, in der fünften Ausgabe, die ich genau jetzt in dem Sinne vor ein paar Sekunden aufgenommen habe, wie gesagt, ich versuche das jetzt alles in einem Stück aufzunehmen, weil ich nicht weiß, was die nächste Zeit so ist. Und was man hat, das hat man, habe ich gehört. Es ist auch wieder ruhiger, ich gehe von der Straße weg. Wir sind jetzt wieder schön ich sag mal, grün, beziehungsweise eher in Richtung Feld. Ja, jetzt möchte ich mit euch darüber sprechen in der sechsten Ausgabe. Wie wird das denn jetzt eigentlich? Ich meine, der Urlaub ist vorbei und Homeoffice zieht jetzt rein. Zieht ein, wenn man so möchte. Ein in die nicht vorhandene Planung. Wie ist das der Ablauf die nächste Zeit, in den nächsten 3 Wochen? Und ich sag mal so, Plan hat man ja gerade gehört in der Ausgabe davor, ist gerade nicht das Allerbeste. Von daher versuche ich mit dem umzugehen, was halt so da ist, wenn man so möchte. Und da würde ich fast behaupten, ist das Allerwichtigste gerade einfach die Recovery Phase, also wirklich diese Erholung. Und an der arbeite ich, egal wo ich bin. Das heißt, dieses Pensum mit zum Beispiel eben, ja, sagen wir bis 9 bis 10 Kilometer am Tag laufen, bin auch mal ein bisschen entspannter und nicht so auf Zeit und so, das soll beibehalten werden. Das soll einfach so bleiben. Das heißt, in der Woche ist es jetzt so ungefähr der Plan. Das heißt, ich stehe gegen 7:30 auf. Ja, ich habe dann trotzdem in Anführungsstrichen ja nur Homeoffice und kann das auch nachmittags so machen. Aber ich stehe trotzdem dann gegen 7:30 auf, also unter der Woche, 7:30 auf, mache mich fertig und so und gehe dann halt vor dem Frühstück noch weg. Das heißt, ich gehe vor dem Frühstück laufen, so von, ich sag mal, 8 Uhr an bis ja, so 9:30, 10 so ein Dreh. Also 1 bis 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden. Weil wenn es 10 Kilometer sind und 9,5, ja, dann sind es eher 2 Stunden, sagen wir einmal so, in der Regel 8 bis 9:30, 10, 10. So, dann frühstücke ich und dann setze ich mich halt an die Arbeit, wenn schon irgendwas da ist, an Aufgaben, wenn nicht, dann gucke ich mal. Entweder mache ich ein bisschen was in der Wohnung oder ich mache ein bisschen was an Content, ja, oder ich zocke einfach nur so ein bisschen nebenbei. Oder ich stream halt. Ja, und dann ist Mittagessen. Und ja, muss nicht so super früh natürlich dann sein. Weil ich ja vorher dann erst gefrühstückt habe gegen 10 Uhr so ein Dreh. Oder sagen wir mal ein bisschen später, vielleicht 11, vielleicht so 10:30, 11. Naja, und dann muss man mal gucken. Entweder ist dann halt mit der Arbeit angesagt. Oder ich stream halt ein bisschen oder was auch immer. Das heißt, das ist halt so ungefähr der Ablaufplan. Das heißt, diese Recovery Phase soll, egal wo ich bin, halt so bleiben. Das heißt, auf jeden Fall das mit dem Laufen. Auf jeden Fall das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn mir gerade, keine Ahnung, selbst Final Fantasy 14 gerade keinen Bock macht, dann spiele ich was anderes. Oder ich spiele gar nicht. Oder was weiß ich. Ich habe immer noch vor, eigentlich Spanisch zu wiederholen. Und das habe ich auch noch nicht aufgegeben. Ich denke mal, ich fange da auch diese Woche noch mit an. Kommende Woche. Weil es etwas ist, was genauso mir Erholung und genauso eine Wohltat für mich darstellen kann. Es muss nicht immer nur mit Gaming zu tun haben und Filme, Serien oder was weiß ich oder Sport. Also in dem Fall Sport gucken, Sport verfolgen, Fußball. Sondern es kann halt einfach etwas sein, was einem generell irgendwie so eine Ruhe verleiht. Also, dass ich anfange zu lesen, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ich bin einfach nicht so der größte Lesefreak. Aber ja, das auf jeden Fall. Da möchte ich auf jeden Fall die Sportübung, es sind ein paar Sit-Ups, ein bisschen Hantelübung, ganz, ganz entspannt gerade, also wirklich ganz entspannt. Das möchte ich auf jeden Fall, das möchte ich beibehalten, aber ein bisschen intensivieren. Also, mindestens nur 15 Sit-Ups, weil ich wirklich gerade ganz locker mache. Das war halt wirklich jeden Tag, seit jetzt fast 10 Tagen, ne, 11 Tagen, oder 10 Tage, 10 Tage, 10 Tage, 11 Tage, irgendwie so ein Dreh. Und das möchte ich beibehalten, aber da möchte ich auf jeden Fall auf 20 Sit-Ups gehen,
und auf 15 Hanteln, also einmal rechts, einmal links, immer noch voll, ganz entspannt. Also sprich, ich versuche so ein bisschen das Level so ein bisschen anzuheben. Und sonst, ja, was ist sonst noch wichtig? Mindset-mäßig habe ich gerade angesprochen mit der Planung. Ich plane einfach nicht mehr viel. Ja, wenn es darum geht, irgendwie hast du an dem Tag irgendwie in 3 Monaten Zeit, dann sagt man vielleicht erstmal zu oder sagt irgendwie vorläufig zu. Aber sowas gerade im Hinblick auf Projekte und so in Richtung Content Creation und so, das findet gerade einfach nicht statt. Und doch mache ich mir natürlich so ein bisschen Gedanken, irgendwie, wie sieht es denn aus in nächster Zeit? Wrath of the Lich King kommt laut Leak am 13. September. Wäre schon relativ bald. 6.2 in Final Fantasy kommt im August. 6.2.5 von Final Fantasy kommt irgendwann später in diesem Jahr. Von daher, eine coole Sache. Und da hast du immer Dragonflight, das neue WoW-Return. Aber ja, da, also Richtung Projekte mache ich mir noch keine Gedanken, aber ich gucke natürlich schon ein bisschen so, naja, wird die Zeit gefallen? Und deswegen glaube ich auch ein bisschen mein Holy Paladin, den Classic, der ist jetzt 33,5, also jetzt habe ich ihn gar nicht gespielt. Den werde ich halt jetzt immer nebenbei ein bisschen spielen und Final Fantasy halt im Stream dann, weil ich weiß, dass dann meistens irgendwie ein, zwei Leute dabei sind, dann ist alles ein bisschen entspannter. Offstream würde ich ungern spielen, ehrlich gesagt, weil ich nicht so gerne alleine gerade spiele, wenn es halt in Richtung Dungeons geht. Ja, das heißt, Recovery soll eigentlich so bleiben. Egal wo ich bin, es soll so bleiben. Und wisst ihr, das ist ein Mindset, diese Prämissen, die ich da aufgeschrieben habe, das ist etwas, das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt ob ich in einer Woche oder in 2 Wochen in Anführungsstrichen diese Recovery Phase beende. Also erstmal ist jetzt angedacht 30-Tage-Challenge, habe ich mir so gedacht. Und da musst du halt gucken. Aber fürs Wochenende zum Beispiel, gut, in 10 Wochen bin ich halt viel unterwegs und so und laufe eh viel. Aber ja, einfach um den Kopf frei zu bekommen, werde ich mir auf jeden Fall was fürs Wochenende mal überlegen. Es wird nicht mehr so sein, dass ich einfach nur streame oder nur Content Creation mache oder was auch immer. Das soll halt schon weiterhin in Richtung Sport gehen. Wir werden mal schauen. Ja. Und dann gucke ich halt im Moment die Filme und Serien, die ich halt gucken möchte. Über Shameless habe ich ja gerade gesprochen. Ich werde jetzt mit The Boys wahrscheinlich, wenn ihr das hört, habe ich vielleicht sogar schon damit angefangen, mit der dritten Staffel. Dann werde ich Stranger Things 4 danach gucken. Staffel 4 und dann mal gucken. So richtig im Serienhype bin ich gar nicht drin. Aber vielleicht kommt es ja zurück. Naja, die nächsten 3 Wochen bleiben eigentlich zum Großteil so, wie es jetzt ist. Das heißt, immer dann, wenn ich gerade Zeit habe und auf irgendwas Bock habe, dann mache ich das. Und ja, das Einzige, was an Aufgabenlisten aktuell ansteht, ist, ich nehme mir einmal am Tag eine Tablette, die hake ich in dem Sinne ab, die Tablette, wenn ich sie genommen habe, und dann eben die Aufgabenliste für den Job und dass ich halt einmal am Tag meine Übungen bzw. das Laufen gemacht habe, spazieren gehen oder fu zu Fuß gehen, whatever. Das ist das, was abgehakt wird, aber alles andere, so Aufgabenlisten wie früher, mache ich nicht mehr. Da werde ich gleich nochmal drüber sprechen, wenn es darum geht, irgendwie um das Thema, das ist dann Thema vom 7., Patrick in between 7 gleich, wenn es darum geht, um die Frage, was belastet dich oder Thema Belastung. Weil das lässt mir irgendwie seit heute, als ich aufgewacht bin, irgendwie keine Ruhe. Ich habe ein bisschen davon geträumt, wenn ich ehrlich bin. Und naja, ja, wenn man über sowas nachdenkt und wenn es ein Traum ist, dann sollte man da vielleicht auch genauer drüber nachdenken. Weil es einen ja scheinbar irgendwie dann doch, ja, nicht vielleicht nicht belastet, aber zumindest irgendwie zum Nachdenken bringt. Ja, das war's also damit. Das heißt, die Recovery Phase bleibt. Die Prämissen sollen auf jeden Fall langfristig bleiben. Müssen wir mal gucken, wie es halt jetzt mit dem Laufen aussieht. Auf jeden Fall ist es angedacht, jetzt erstmal die 30-Tage-Challenge zu machen. Dann mal zu gucken. Wir sind jetzt halt bei Tag 11 und naja, sind noch 19 Tage.
Und ja, und dann mal gucken, wie es halt wird. Ich bin auf einem sehr guten Weg, körperlich, geistig hilft mir gerade extrem diese App QuizDuell. Das mache ich eigentlich vor allem einfach, um, auch wenn ich so viele Dinge nicht weiß, um einfach immer wieder meinen Kopf in dem Sinn wirklich zu fordern. Und ja, und sonst mache ich halt vor allem das, was meiner Psyche halt gut tut. Das heißt, gut, vielleicht auch Shameless zu schauen, nicht das Beste, weil es einfach wieder irgendwie echt mich mitgenommen hat. Aber an sich würde ich sagen, passt das sonst. Das heißt, es bleibt so, wie es ist, auch wenn der Urlaub jetzt dann ab Montag offiziell vorbei ist und ich zwar keine zwei Jobs habe, aber einen Job. Und alles andere wird man halt sehen. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist halt, dass ich es liebe, dass diese Flexibilität jetzt eben vorliegt. Weil ich habe jetzt ein Headset, war jetzt Prime Day, oder zwei Prime Days, am Dienstag und am Mittwoch. Und da habe ich mir ein Headset gekauft, das von HyperX Cloud 2, in Schwarz allerdings, da war es noch ein bisschen billiger, glaube ich für 44 €, und einen kleinen Bildschirm, wovon ich immer gesprochen habe. Und der hat 150 € gekostet, der war von, glaube ich, 190 runtergesetzt, oder 180 oder 185, war auf jeden Fall mega cool. Und ja, so sieht es halt aus. Von daher eine richtig gute Geschichte, das Ganze. Und jetzt kann ich, egal wo ich bin in der Welt, ich habe meinen Apple Mac Mini immer dabei, dann eine kleine Tastatur, kleine Maus. Ja. Dann den kleinen Bildschirm, Headset. Und glaubt mir, der Bildschirm ist so gut, man sieht das alles so gestochen scharf. Von daher, da kann man gut dran arbeiten, da kann man auch Videos dran schneiden. Kann man so wie jetzt irgendwie hier Quatschfolge in between schnell für YouTube fertig machen. Das ist alles möglich. Von daher bleibt, wie es vorher war. Und wir gucken mal, wie die nächsten 3 Wochen werden. Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen. Und ja, ich freue mich vor allem auf den eigentlichen Alltag. Könnte echt ganz spannend werden. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit. Ich meine, die 3 Wochen bis dahin ist hier wirklich noch lange hin. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Ich habe euch vorher viel Spaß gewünscht mit dieser Ausgabe hier. Ihr merkt, die sind nicht traurig, aber die sind schon nachdenklich. Also, Quatschweg in Between ist ganz interessant, weil immer dann. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt mit Quatschfabrik als Hauptversion mache, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich vorm Mikro sitze, zu Hause, da, sage ich mal, bin ich weniger frei im Kopf, als wenn ich jetzt hier, wie jetzt, irgendwie durch die Gegend marschiere oder laufe, whatever, spazieren gehe, zu Fuß gehe. Und mir einfach so viele Gedanken irgendwie gerade so, aber keine negativen Gedanken und auch keine belastenden Gedanken, sondern das, was man halt besprechen kann und worüber ich halt reden möchte. So, und das ist halt zu Hause, dann muss ich das halt eben vorher schon gemacht haben. Das heißt, spontan ist dann schon ein bisschen was anderes. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass Quatschfabrik eine richtig gute Sache ist. Und ja, ich meine, wenn ihr es hört, dann ist es wahrscheinlich eh schon wieder später. Aber ja, ich freue mich darauf, unseren ersten Gast ja, erleben zu können. Ich habe mit ihm noch nie wirklich im Discord gesprochen. Glaube ich, oder doch? Bin nicht sicher. Aber ja, ich glaube, es wird eine richtig gute Sache. Ich freue mich darauf, mit Mikes in dem Zoom zu quatschen. Gerade über Final Fantasy, aber auch über andere Dinge. Das wird, glaube ich, richtig gut. Findet morgen statt, am Samstagabend, wenn alles normal läuft. Dieser Planung. So ein bisschen plane ich das, aber that's it. Und wir es halt einfach sehen. Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall, es bleibt, wie es ist. Die nächsten 3 Wochen.
Und egal, wo ich mich befinde, ob jetzt zu Hause oder wo auch immer, ich nehme auf jeden Fall immer meinen Rechner mit, die paar Sachen, die ich jetzt angesprochen habe. Und wenn ich halt weiß, dass es halt etwas ist, wo ich halt wirklich auch streamen kann oder whatever, ja, dann würde ich natürlich mehr mitnehmen. Aber ich habe jetzt wirklich einen ziemlich coolen Rucksack, der ziemlich groß ist. Da kann man eigentlich einiges reinpacken. Da muss ich auch nicht unbedingt mit dem Koffer rumlaufen. Und daher mal gucken. Bin auf jeden Fall super unabhängig durch die Geschichte jetzt mit Bildschirm, kleinen Tastatur, kleinen Maus, bla bla bla. Und das macht es auf jeden Fall mega entspannt. Weil früher war es so, oh nein, ich muss arbeiten. Ach nee, ich muss ja an den Rechner. So, und das war immer echt nervig. Weil ich halt immer wusste, oh nein, mein Rechner ist nicht da. Wie soll ich den mitnehmen? Und ja, über das iPad arbeiten bin ich kein Freund und so. Und das macht es jetzt um einiges entspannter. Und daher danke fürs Anhören. Das war Quatschfabrik in Between 7. Nach dem Motto, ich weiß gar nicht, einen Titel. Titel überlege ich mir hinterher immer in Ruhe. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ich habe es ja auch gerade irgendwie kurz angesprochen. Es ist so, dass ich seit einiger Zeit Quatschfabrik jetzt eben auch auf YouTube zur Verfügung stelle. Zwar nicht auf iTunes und Spotify, weil das ist nur für den Haupt in dem Sinne angedacht. Aber ja, ist noch eine coole Sache, wie ich finde. Natürlich ohne Bilder, whatever, einfach nur der Talk und eben das Logo, that's it. Und das ist auch super einfach, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. Du kannst nämlich in der, ich nehme das hier gerade mit dem Handy auf, du kannst halt in der App, kannst du einfach in dem Sinne halt den Talk in dem Sinne abspeichern. Und da ich ja sowieso jetzt eben alles über die iCloud laufen habe, weil, naja, iPhone, iPads und vor allem halt Mac Mini, ist es in dem Sinne halt eh alles ja ein System. Und da habe ich das super schnell einfach abgespeichert, kann das einfach schnell schneiden, geht manchmal wirklich super schnell. Ich glaube, der einen Talk irgendwie, der fast eine Stunde dauert, hat der ging, ich weiß nicht, 10 Minuten war der geschnitten oder so. Super cool und ja, dann lade ich es halt auf YouTube hoch. Alles eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja, das ist auch weiterhin der Fall. Das heißt, ab jetzt sind halt Quatschfabrik in Between eben auch auf YouTube hochgeladen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Gerade weil ich halt im Moment eigentlich gar keinen anderen YouTube-Content mache. Aber noch einmal, vor einiger Zeit, als ich wirklich sehr schlecht dran war, habe ich gesagt, naja, ich versuche einmal die Woche zu streamen und einmal Podcast die Woche. Inklusive Quatschfabrik in Between. So. Und im Moment streame ich ein bisschen mehr und ich nehme ziemlich viele Podcasts auf. Von daher, das ist im Moment das Pensum, was ich halt liefere. Das war nicht geplant, aber Planung ist eben auch nicht mehr das Wichtigste. Wir schauen einfach, es soll Spaß machen, es soll euch eine Freude bereiten. Auch wenn die Talks vielleicht mal ernster werden. Man merkt ja, Quatschfabrik in Between ist nicht so, ich rede über eine Serie. So klar kann man passieren, aber es ist eher so, ja, ich rede eher halt über das, was mich beschäftigt, was mich gerade beschäftigt, was mich vielleicht sogar auch fertig macht, whatever, was mir nicht so gut geht. Und ja, ob das jetzt eigentlich viele Leute anhören oder nicht, es ist halt so, ich mag diese Talks ungemein. Ich bin super froh über diese App, dass sie so einfach regelbar ist. Und ja, ich weiß, wir sind wieder an der Straße, es könnte ein bisschen lauter sein, aber. Es ist nun mal so, wie es ist. In diesem Sinne, das war Quatschfabrik in Between 7 über ja, die nächste Zeit und in Quatschfabrik 8 geht es auch schon bald weiter mit dem nächsten Thema. Das lautet Belastung. Ciao.